Heute beginnt der Teil-Lockdown, was doch für bestimmte Berufsgruppen zu erheblichen Einschränkungen führen wird. Es ist völlig unbestritten, dass was gemacht werden muss, dass man in die Speichen greifen muss, damit die Ansteckungszahlen nicht weiter in die Höhe gehen. Aber man muss der Bundesregierung ganz klar vorwerfen, hätte sie schon früher was getan, wäre dieser Lockdown deutlich geringer ausgefallen. Wir haben schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass man technische Lösungen forcieren muss, insbesondere in den Schulen, Luftfilter installieren muss. Es ist nichts passiert, obwohl die Kosten gerade mal 1 Milliarde betragen hätten. Es wurden keine Besuchskonzepte für Pflegeeinrichtungen entworfen und es wurden auch keine Massenunterkünfte aufgelöst. In der Fleischindustrie geht es so weiter wie eh und je. Und deswegen muss man die Regierung hier auch ganz klar kritisieren, zumal bestimmte Maßnahmen ja auch keiner inneren Logik folgen. Also es werden ja durchaus Bereiche geschlossen, die gar nicht für hohe Infektionszahlen verantwortlich sind. Es geht ja ausschließlich darum, die Kontaktzahlen zu vermindern. Die Branchen fühlen sich natürlich ungerecht behandelt. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass es nicht gerecht ist, wenn manche Branchen mit ganz anderen Kriterien behandelt werden, wie wiederum andere, wo es überhaupt kein Problem ist, ohne weiteres zur Arbeit zu gehen. Wofür wir aber gar kein Verständnis haben, ist, dass die Hygienekonzepte in der Fleischindustrie lax gehandhabt werden. Insbesondere, dass nichts getan wurde, die Sammelunterkünfte aufzulösen. Es ist einfach ganz klar, dass das die größte Ansteckungsgefahr ist, wenn Menschen auf engem Raum zusammengepfercht werden und nicht einzelne Zimmer oder einzelne Wohnungen haben. Das hätte man der Fleischindustrie schon längst verbieten müssen und man hätte klare Ansprüche stellen müssen auf vertretbare Unterkünfte. Genauso gut müssen die Hygienekonzepte in den Betrieben eingehalten werden. Auch dort kann es nicht sein, dass alle paar Jahre mal kontrolliert wird oder nach dem neuen Gesetzesentwurf, dass der erst 2026 beginnt mit kürzeren Kontrollabständen. Also das kann so nicht gehen. Und man muss praktisch weiter an Konzepten arbeiten, die ein weitgehendes soziales Leben aufrechterhalten, insbesondere für die älteren Menschen. Deswegen fordern wir schon lange, praktisch ein Besuchskonzept für die Altenpflegeheime zu machen. Es kann nicht sein, dass die älteren Menschen nicht mehr besucht werden können. Also die Dinge müssen dringend gemacht werden. Es kommen aber eine Menge sozialer Probleme dazu, die Bundesregierung unzureichend angeht. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, dass die Hartz-IV-Bezieherinnen besonders betroffen werden, weil die Tafelläden jetzt ihren Betrieb nicht aufrechterhalten können. Deswegen fordern nicht nur wir, sondern auch die Gewerkschaften dringend eine Erhöhung der Sätze, damit die Erwerbslosen besser durch den Winter kommen. Wir haben einen drohenden Mangel bei den Intensivbetten. Auch das war voraussehbar. Wir nähern uns der Situation, die eigentlich immer vermieden werden hätte sollen. Die Zahl der schweren Corona-Fälle droht, das Gesundheitssystem wieder zu überlasten. Bei allem, was wir tun müssen, um das Infektionsgeschehen abzubremsen, gibt es dafür auch Gründe, die auf Seiten der Bundesregierung und der Krankenhäuser liegen. Wir haben ja nicht umsonst immer eine höhere Bezahlung von 500 Euro im Grundgehalt gefordert. Das hatte den Grund, dass Zehntausende von Beschäftigten aus dem Beruf rausgegangen sind, weil die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind und weil die Bezahlung zu schlecht ist. Wenn man die Bezahlung verbessert und mehr Stellen schafft in den Krankenhäusern und damit die Arbeitsbedingungen besser werden, dann kann man wieder Menschen, die aus dem Beruf ausgeschieden sind, zurückwerben und kann dadurch praktisch mehr Arbeitsplätze in den Krankenhäusern besetzen. Das wäre schon längst
dringend notwendig gewesen. Aber wenn man es bis jetzt nicht gemacht hat, dann muss es jetzt dringend erfolgen, bevor sich die zweite Pandemiewelle voll auf die Krankenhäuser durchschlägt. Der zweite Grund ist, dass die Krankenhäuser unverändert Operationen durchführen und dadurch Kapazitäten gebunden werden, die nicht für die Corona-Patientinnen und Patienten eingesetzt werden können. Das hat man eigentlich vorher so gelöst, dass es da dafür sogenannte Freihaltepauschalen gab für die Krankenhäuser. Die sind inzwischen nicht mehr da. Deswegen müssen die Krankenhäuser gucken, wie sie über die Runden kommen finanziell. Um das Problem zu lösen, müssen wir diese Freihaltepauschalen dringend wieder einführen. Sprich, wir müssen das Gesundheitswesen krisenfest machen für die kommenden Pandemiewellen und für die kommende Notwendigkeit, die Menschen zu behandeln. Wir wollen nicht in die Notlage kommen, wie wir das bei anderen Ländern jetzt schon wieder sehen müssen. Natürlich wissen wir, dass die Solo-Selbstständigen, die Menschen in der Veranstaltungsbranche und die Künstler und Künstlerinnen, aber auch die Gastronomen und Restaurantbesitzer besonders betroffen sind im Moment. Viele haben schon längst ihre Existenzgrundlage verloren, insbesondere die ganzen Menschen, die praktisch im Veranstaltungsgewerbe und die ganzen Künstler und Künstlerinnen. Hier hat jetzt die Bundesregierung Lösungen angeboten und Unterstützung angeboten, die aber nur wirksam ist für den November in diesem Jahr. Im November kommen viele über die Runden, nicht alle, weil das ja bemessen wird nach den Umsätzen im letzten Jahr im November. Wenn jetzt eine Künstler oder Künstlerin im letzten November kaum Aufträge gehabt hat und kaum Aufführungen, dann wird sie auch dieses Jahr praktisch kein Geld bekommen. Für diese Menschen greifen diese Hilfen gar nicht und es werden gar nicht so wenige sein. Aber es gibt bisher keine weitergehende Planung, die über den Monat hinausreicht. Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, Maßnahmen vorzulegen, die länger greifen und die den Menschen ermöglichen, praktisch ihr Leben auch für die nächsten Monate zu planen, und zwar genau den Menschen, denen ihre Existenz jetzt ganz stark in Frage gestellt wird. Dazu brauchen wir dringend so etwas wie einen Unternehmerlohn für die ganzen Solo-Selbstständigen, damit die überhaupt eine Chance haben, über die Runden zu kommen. Wir haben noch eine weitere Gruppe, die ganz stark betroffen ist, das sind die Beschäftigten in der Industrie. Wir erleben gerade jeden Tag Meldungen, dass Standorte geschlossen werden oder in andere Länder verlagert werden oder Tausende von Stellen abgebaut werden. Der Daimler-Betriebsrat in Untertürkheim hat sich jetzt beschwert, dass das Management den Betriebsrat erpresst und praktisch sagt, wenn ihr diese Stellen nicht abbaut und die Kostenkürzungsprogramme und Verlagerungen nicht akzeptiert, werden wir nicht in ausreichendem Maße investieren. Ich möchte mal sagen, das ist ein untragbarer Zustand, dass hier praktisch von den Managern und von den Aktionären zulasten der Belegschaften per Order die Mufti und per Erpressung und Druck durchregiert wird, zulasten Hunderttausender von Beschäftigten. Deswegen fordern wir dringend, das Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte auszudehnen auf wirtschaftliche Fragen. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu. Es kann nicht sein, dass Standorte, die von Belegschaften über Jahrzehnte aufgebaut werden, mit einem Federstrich geschlossen werden und Zehntausende von Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren und ihre Familien mit die Existenzgrundlage. Deswegen müssen die Betriebsräte hier ein echtes Mitbestimmungsrecht bekommen. Und das ist auch nicht mehr als recht und billig. Wir leben schließlich im 21. Jahrhundert und es kann nicht sein, dass die Demokratie an den Werkstoren endet. Letzter Punkt zur Präsidentschaftswahl in den USA. In kurzer Zeit sind wir klüger, wie diese Präsidentschaftswahlen ausgehen. Wir haben ehrlich gesagt da gar keinen Einfluss drauf. Man kann nur hoffen, dass die amerikanische Bevölkerung so klug ist,
Trump abzuwählen und seine Amtszeit auf die 4 Jahre, die er jetzt hinter sich hat, zu begrenzen. Ich will gar nicht Joe Biden das Wort reden. Er ist keine wirklich gute Alternative. Man hätte sich was anderes wünschen können. Aber auch die vielen Initiativen, die es in den USA gibt, die für soziale Gerechtigkeit eintreten, die für gegen den Rassismus kämpfen, die für Klimaschutz kämpfen, werden bessere Bedingungen vorfinden, wenn Trump weg ist. Ich bin schon erschüttert, dass mit Trump jemand an der Regierung ist, der die Demokratie nicht nur aushöhlt, nicht nur schleichend aushöhlt, sondern massiv bekämpft. Die Institutionen missachtet, sowohl die nationalen wie auch die internationalen. Und der sich sogar stützt auf rechte, bewaffnete Gruppen. Und kein Mensch weiß, wenn er jetzt knapp abgewählt wird, ob er die Abwahl überhaupt akzeptiert. Es könnte sein, er ruft sich selber zum Sieger auf und verlagert die Auseinandersetzungen auf die Straße. Das von einem Präsidenten, der sogar die Bevölkerung aufgerufen hat, Wahlbetrug zu begehen, indem sie sowohl bei der Briefwahl wählen, wie auch in die Wahllokale gehen. Das muss man sich mal vorstellen, das wäre, glaube ich, bei uns bisher nicht denkbar. Deswegen wird es höchste Zeit, dass dieser Präsident abgewählt wird. Und es wird die große Frage sein, was macht denn die Bundesregierung und was macht die Europäische Union, wenn er nicht geht? Ich glaube, dass es dann Schluss sein müsste mit einer gewissen Unterwürfigkeit, die ja unsere Regierung immer der US-Regierung gegenüber gezeigt hat in den letzten Jahren. Da müssten dann deutliche Worte gesprochen werden und auch Taten der Europäischen Union erfolgen. Also wenn praktisch dieser Präsident den Weg des autoritären Präsidentschaft und der undemokratischen Präsidentschaft fortführt, müsste die Bundesregierung an der Seite der vielen demokratischen Bewegungen in der USA stehen. Ja, jetzt ist Zeit für Fragen. Eine Frage hat bereits Frau Palzer von der ARD eingereicht, nämlich, wo hätte die Bundesregierung in den Sommermonaten besser auf die zweite Welle hinarbeiten müssen? Was hätte organisiert werden sollen? Ja, sie hätten vorbereitet sein müssen. Man wusste ja, dass die zweite Welle kommt. Man wusste auch, dass der Winter kommt. Man hätte dringend Luftfilteranlagen in den Klassenzimmern installieren müssen, die ja nachweislich was helfen und gar nicht so teuer sind, damit der Schulbetrieb auf keinen Fall eingeschränkt werden muss und die Ansteckungsgefahren runtergehen. Man hätte müssen ein Programm erstellen für Besucher in den Altenpflegeheimen und man hätte praktisch klarstellen müssen, dass Sammelunterkünfte in Betrieben wie in der Fleischindustrie nicht gehen. Und wenn jetzt alle arbeiten gehen, es ist ja so, dass der Lockdown hauptsächlich in der Gastronomie und bei den Restaurants zuschlägt und in der Veranstaltungsbranche, dann hätten die Hygienevorschriften und die Hygienebedingungen verschärft werden müssen und vor allem die Kontrolle dieser Hygienevorschriften hätte müssen aufgebaut werden. Dazu braucht man natürlich mehr Personal bei den zuständigen Ämtern. All das wurde nicht getan. Im Übrigen auch ganz interessant, selbst Frau Merkel war ja der Meinung, dass die Maßnahmen, die in der Vergangenheit mit den Ministerpräsidenten möglich waren, nicht ausreichend sind. Also offensichtlich haben sich dort eben Kräfte in der Bundesregierung durchgesetzt, die den Menschen nicht offenen Wein eingeschenkt haben. Wir haben eine weitere Frage von Frau Sönnigsen vom WDR. Vor dem Hintergrund ausfallender Parteitage und ungelöster Führungsfragen, inwieweit ist die Linke bereit, eine schnelle Gesetzesänderung mitzutragen im Hinblick auf Grundgesetz oder Parteiengesetz, um digitale Parteitage und Wahlen möglich zu machen? Ja, wir sind grundsätzlich bereit, dass es Gesetzänderungen gibt. Die Frage der digitalen Abstimmungen hat natürlich besondere Hürden.
Natürlich muss man sich auf das digitale Zeitalter auch in der Parteienlandschaft vorbereiten, aber es muss doch sichergestellt werden, dass die parteiinternen Wahlen sicher sind, dass alle den gleichen Zugang haben, dass sie nicht manipuliert werden können und dass sie nicht gehackt werden können. Diese Gefahren sind eben bei digitalen Wahlsystemen für Wahlparteitage, wie wir sie heute durchführen können, ziemlich groß.